So Leute, auch für dieses LP erstmal frohes Neues und willkommen zurück zu Let's Play Panzer Tactics HD. Letzten Part sind wir jetzt bei Monte Cassino und ja, wir müssen gucken, dass wir Monte Cassino durchhauen. Mal gucken, wie gut die Deutschen verschanzt sind. Ich meine, hier bei Cassino selber waren die ziemlich stark verschanzt. Deswegen mal gucken, was wir da so machen können. Es gibt einen deutschen Flugplatz, das ist interessant. Neben da habe ich auch selber noch einen Flugplatz, das heißt, die Kämpfe werden wohl hier in der Mitte stattfinden. Hier wird wahrscheinlich eine starke Verteidigungslinie sein. Ich kann von hier aus nicht so alles erreichen. Ne? Das heißt, hier müssen eigentlich meine stärksten Einheiten sein. Das ist nicht ziemlich irrelevant. Weil, gut, von hier kann ich auch so erreichen, aber ne? Na gut. Was haben wir denn alles? Pioniere. Habe ich sie eigentlich erweitert? Und ich will so viele Einheiten aufstellen. Ich will von hier aus angreifen, weil ich finde, dass alle Ziele vielleicht erreichen kann. Vor allem den da. Lass mal kurz sehen, was haben wir alles? 13. Wir haben 13 Einheiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mhm. Habe ich zufällig drei Flugzeuge? Hab sogar vier Flugzeuge. Nice. Also kann ich alleine halt nur ruhig aufstellen. Klingt nach einem Plan. Wie viel Knete habe ich? 9000. Interessant. Ich denke mal, ich platziere erstmal meine Flugzeuge, weil die eh nur da platziert werden dürfen. Na? Da. 17 und eine Lightning. Ich hoffe, da komme ich mit einem Mitchell oder so mal ran. Also die Mitchell ist jetzt strategischer. Okay. So viel dazu. Bleibt jetzt die Frage, wollen wir jetzt alle Truppen, die ich habe, hier unten hin platzieren? An sich, ich habe drei Abfangjäger, das reicht ja eigentlich. An sich reicht das Futter, was ich da unten habe, für da. Ich brauche da nicht mehr. Na, nicht da. So, jetzt halt noch neu rekrutieren. Die Frage ist, haben wir Offiziere? Und Artillerie-Experten. Den nehme ich schon mal gerne mit. Artillerie-Experten zu haben, habe ich schon in der Russen-Kampagne bemerkt, ist sehr, sehr wertvoll. Die Frage, wollen wir noch was rekrutieren? Wir können noch uns einen Bomber ranholen, ne? Von den B-17 wäre immer ganz cool. Also noch eine Artillerie. Die sind schon geil. Nur noch eine B-17, nice. Nummer 2 Artis und der bleibt erstmal. Mal gucken, ich denke mal, es könnte schon ungefähr hinhauen. Und wir wissen, ich habe jetzt hier keine Scouts. Naja, egal. Dann kann ich alles haben. Ja, gehen wir mal gucken, was da so ist. Mhm. Bunker. Das war nebenbei nochmal die Bonusmission. Keine Ahnung. Das hat irgendwas hier mit zu tun mit Casino, das ist klar. Weiß nicht, irgendwas meinen strategischen Bombern töten? Warte mal ganz kurz. Achso, das war's mit der Kommandoeinheit, den erobern, ne? Mach ich eh nicht. Okay, also hier haben wir schon mal einen Stuck. Sieht der mich eigentlich? Der dürfte mich eigentlich nicht sehen, ne? Der hat eine Sichtweite von 5. 1, 2, 3, 4. Na doch, könnte mich sehen. Ach, hier ist so ein OSS. Ah, also wenn ich mit dem das dann... Warte mal ganz kurz. Ich muss nochmal nachgucken. Ich weiß, ich bin gerade blöd, aber ich habe nicht richtig gelesen. Ja. Okay.
Also wenn ich mit dieser Einheit Casino einnehme, dann haben wir dieses Bonus-Ding geschafft. Okay, dann machen wir vielleicht doch die Bonus-Mission. Dann klingt es so, als ob man es hinbekommen könnte. So, holen wir mal ein bisschen Zeug ran. Und lassen die Panzer dann mal ein bisschen auf Reserve. Ja, soll mich eigentlich überhaupt nicht sehen können, der Typ. So, Flugzeuge kommen hier schräg rüber. Dann ist wahrscheinlich der Deutsche hier vorne seine Flieger mit mir rumeiern. Ich habe noch einen Bomber, den ich einsetzen will. Frage, was da im Norden ist, ne? Wenn das Ganze so bleibt, wie es eben ist, dann sollte da nicht allzu viel sein. Wir haben nämlich schon mal die mobile Flak. Ich finde es gut, dass ich die mobile Flaks bekomme. Na dann, lass mal sehen. Was da so ist. Zwei Scouts. Okay, das gefällt mir gar nicht. Eine schöne Flak ist da noch. Hallöchen. Und eine Stucke auch noch. Also war ich schon mal ziemlich richtig mit der Annahme, dass da was ist. Aber hey, ich kann ihn angreifen. Oh, 6 Schaden, das ist nett. Da hier gerade Scheiß auf mich zukommt, was Flugzeuge angeht, bleibe ich mal wieder ein bisschen zurückhalten, würde ich sagen. Ah, ein Bunkerli. Ich denke mal, ich werde so ähnlich handhaben wie die letzte Mission, sprich relativ defensiv agieren. So, da sind wir wieder. Den Bunker mal kaputt gehauen. Eine Flak setzen wir hier hinten hin. Nein, er sollte mich ja nicht sehen können. Insofern bleibt das mal da. Du gehst mal richtig an Bord und mal gucken, ob ich dich vielleicht irgendwo gebrauchen kann. So. Kommen wir erstmal zu den Bumps hier. Die können ja erstmal sterben gehen, die brauche ich nicht. So, dann platzieren wir uns, glaube ich, relativ defensiv. Ich habe nur bis 3er Reichweite, das heißt, wir setzen uns hier drumherum, würde ich mal sagen. Oh, ich mag diese extra Reichweite, die ist so schön. Bringt nur nichts drauf zu schießen. Die Infanterie geht auf jeden Fall in den Wald rein. Holy! Ich glaube, es hat sich schon mal sehr gelohnt, hier den Artillerieoffizier zu holen. So, sicherheitshalber will ich trotzdem darauf gehen. Mit meinen restlichen Fliegern, einfach nur weil ich meine Armgeschütze nicht verlieren will. Falls da jetzt Jagdmaschinen kommen, mein Weg. Dann ist es halt eben so. So, das ist noch ein Waldteil, da kann man ruhig mal reingehen. Und der sollte eigentlich sowieso unsichtbar sein für meine ganzen Gegner, es sei denn, die wollen da hingehen, wenn er gerade da rumsteht. Ne, dann bleiben die mal so platziert. Die Bomber hier. Aber hier sind ja eher Panzer, ne? Die Frage ist, was ist da? Ich setze die mal hier vorne hin. Eventuell kann ich die eher gebrauchen. Und du bleibst mal hier auf Reserve. Mal gucken, was der Deutsche so macht. Was da jetzt von den Flugzeugen rauskommt. Das ist mir mehr interessiert. Hallöchen, Monsieur Panzer. Mit dir habe ich jetzt irgendwie nicht so gerechnet. Verzieht sich, okay.
Artillerie auch noch. Nice. Ich habe vorhin erwähnt, dass die Einheit eventuell ausreichen könnte, um da anzugreifen. Jetzt bin ich gerade anderer Meinung. Zwei Mäß, okay. Mit Glück kann ich einen anschießen. Doch, müsste ich ausgehen. Aha, Stuka. Noch eine Stuka. Das war's, mehr hat er nicht. Das ist aber leicht wenig. Okay, die Stuka macht nicht allzu viel Schaden. Ich würde sagen, wir kümmern uns erst um die ganzen Messerschmitz. Beziehungsweise, was machen wir denn hier? Was ist das? Oh, das ist eine Flak. Ja, dann war es jetzt eine Flak, würde ich mal sagen. Was ist das alles? Eine Pack und eine schwere Artillerie. Soll ich ein Arschloch sein, die angreifen? Ich meine, mit den Einheiten kann ich nicht mehr so viel anrichten. Ja, schade. Ich kann höchstens das Ding da angreifen, was mir nicht so viel bringt. Wobei, es heißt ja, wenn ich das Ding da unten verliere, habe ich verloren, nicht wahr? Dann soll ich mich eher verpissen. Und dann eher, wie gesagt, hoffen... Habe ich den Bomber da unten nicht bewegt? Mann, bin ich intelligent. Aber egal, der kommt gerade rechtzeitig und hat genau die Reichweite. Und auch wenn ihr jetzt lacht von wegen, dass ich hier auch nicht auf die Fresse bekommen habe, das, was hier steht, kann das Ding auch nicht erobern. Das ist der schöne Witz daran. So, lass mal hier sehen. Ich habe den Deutschen schon um einen Flugabwehr genommen. Ich würde mal vermuten, hier ist keine zweite. Also können wir schon mal das hier machen. Ein Scout ist schon mal fast tot. Jetzt habe ich hier meine schwere Artillerie. Was können wir damit alles andere stellen? Ich könnte den Puma auseinandernehmen damit. Suck it, Puma. So, und damit kann ich jetzt sozusagen alle deutsche Flieger... Holy shit, ey, ich zerleg die, Mee. Wie viel Schaden mache ich an den Dingern überhaupt? Lass mal sehen. 4. Dann werde ich mal sagen, ich greife das Ding an. Du machst den kleiner. Aber ich krieg's ja nicht beide tot, das Problem. Ich kann hier drum herum fliegen. Da mache ich 2 zu 4, da 1 zu 4. Dann töten wir erstmal einen Messerschmidt. Wenn ich die andere angreifen will, dann würde er abhauen. Dann mache ich wieder 6 Schaden an der Stuka. So, wollen wir den Bunker da angreifen? Ja. Spontan wüsste ich jetzt nicht, was mir da alles im Weg stehen könnte. Da bleibt der erstmal im Busch. Und ja, dann lass ruhig die Stuka mich angreifen, ist mir doch egal. Bewegen wir unsere Panz mal ein bisschen nach vorne. Du gehst mal hier gucken. Hätte ich besser meine Fresse nicht so aufgemacht, nicht wahr? Das ist doch ein bisschen mehr als gedacht. Oh crap. Hätte ich meine Fresse nicht so weit aufgerissen. Da ist auch ordentlich Kacke. Okay. Fallschirmjäger könnte hier helfen. Könnte auch hier helfen. Der bleibt mal hier im Wald. Je nachdem, was los ist. Na toll, das könnte ein falscher Zug gewesen sein, so offensiv zu wirken, weil ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass so viele Panzer rumeiern. Ich meine, komm, ich habe 2 Puma gesehen und das Stuck. Warum hätte ich jetzt mit noch einem Tiger rechnen können? Okay, macht nix. Fallschirmjäger? Was machst du da? Oh, interessant. Meinetwegen. Jetzt kann ich es mit der Flak finishen, wenn ich will. Oh. Ja, den finde ich auf jeden Fall mit der Flak, weil ich oben nicht rankomme. Kacke, komme ich an der Stuka ran? Theoretisch ja, aber ich weiß nicht genau, wo sie ist. So, die scheinen mich nicht weiter anzugreifen. Das heißt, an sich kann ich sie in Ruhe lassen. Oh, ich kill sie nicht, also lasse ich sie in Ruhe.
kann mich jetzt ein bisschen hierauf konzentrieren. Vier Schaden. Ich muss ja gucken, dass es hinhaut. Ja doch, ich könnte da angreifen. Holy shit, 8 Schaden. Das ist einiges. Dann können wir es dann sich so machen. Du killst ihn. Du killst ihn. Kann ich davon promoten wegen den 2 Kills? Hoffentlich. Du gehst dich wieder reparieren. Du gehst nach vorne. Du kannst den falschen Weg eben so wegsnipen. Was mir allgemein immer gefällt, was wegzusnipen. Und ich kann den Bunker wegsnipen. Gut, damit kann ich an sich machen, was ich will, beziehungsweise schon die Infanterie töten. Und dann den Tiger auch nicht auf den Sack gehen, weil der ist mir mit der gefährlichste von allen. Ach schön, hätte ich gewusst, dass die Stuka so weit vorne ist, hätte ich eher dumm. Naja, okay. Man kann nicht alles haben. Aber ich kann hier in den Wald reingehen. So. Ja klar, warten wir auf den Deutschen natürlich, ne? Genau wie da. Wobei ich das Zeug hier rüber haben möchte. Denn da im Osten will ich ja nicht weiter vorrücken. An sich will ich ja komplett im Westen nicht durchboxen. In der Hoffnung, das passt so. Habe ich jetzt alle Flieger bewegt? Außer den da. Aber da kann wieder rüberkommen, da die da wohl keine Stadt machen, mich anzugreifen. Hoffentlich. Naja, der Puma halt. Ah, er verpisst sich. Wollte gerade sagen, Stuka auch. Hier oben wird wahrscheinlich ein Flak sein, deswegen werde ich ihn nicht verfolgen. Aber die kann ich jetzt zermalmen. Weiterhin schön mal auf den Tiger auf den Sack gehen. Wie es sich eben gehört. So, wie sieht denn das so aus? 3 Schaden am Puma, 1 Schaden. Ich würde sagen, wir kümmern uns. Die werden schon relativ gut auf die Fresse bekommen, die Leute. Ich überlege, die da oben erst oben anzugreifen. Ich kann kaum glauben, wollte gerade sagen, das wird ordentlich Aua machen. Für die Wespe. Will ich lieber die da oben auch weiter anklammern. Mit ein bisschen Glück kann die B-17 hier auch Schaden machen. Ja, 2. Und wir haben hier noch eine B-17. Die aber lieber... Ne, doch, die soll da Schaden machen. Denn ich habe was Spezielles vor. Der Panzer kann nämlich den finishen. Na, wundervoll. Warte mal ganz kurz, Leute. Wenn Leo Let's Plays macht, ne, wird immer gestört. Auch wenn niemand zu Hause ist, dann kriegt er blöde Anrufe, ist ja klar. Wieso hast du nur 3 AP?
Wer hat denn das gemacht? Nee, ich wollte das ursprünglich jetzt machen mit meinen wunderschönen Pionieren, die ja schon von der Stadt aus angreifen können. So, dann haben wir das erste Ziel erobert. Die ganzen Einheiten können mir ja nicht mehr entkommen. Beziehungsweise den Puma kann ich schon erledigen. So. Wir können auch schon mal rüberfahren. Oh, was ist das denn Feines? Wehrmachtsinfanterie und eine Pack. Ja, wen gehen wir da wohl, ne? Noch ein LKW, ja, holy shit. Weil dieser Takt auf der Tür hier, kann das sein? Eine Artillerie, mhm. Na ja gut, er sieht mich ja eh nicht. Also können wir euch schon ein bisschen aggressiv hier entgegengehen. Ich bin überlegen, ob ich meine Fallschirmjäger jetzt hier absetzen will, direkt im Wald. Warum nicht? Was soll passieren? Kann ich nämlich direkt die Artillerie ein bisschen abfacken. Wenn es gut läuft, kann ich da schon ordentlich was rausziehen. Du sollst dich wieder reparieren. Ich glaube, ich habe vergessen, den Zug lang zu ziehen. Kann das sein? So, ein aufpassender Schlucker müsste an sich auch bald wieder vorbeikommen. Ja, was ist aufpassen? Nerv mich kurz und ist auch tot. Ha! Geht das wieder los? Okay. Jöp, 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 die beiden dürfen nicht kommen. Okay, jetzt geht das wieder los. Blöden Deppen. Machen wir mal so. Wenn ich Glück habe, sehe ich ihn nicht. Das ist ja toll. Na, ich kann mit der Infanterie mal kurz gucken. Ein bisschen rein. Okay, war klar. Infanterie töten? Ja, die können über den Fluss gehen, insofern passt das. Jetzt muss ich aber auch den Tiger hier finden. Ha. Das ist ein bisschen blöd mit dem Tiger. Ich meine, ich habe genug Bomber, ich kann ihn easy finden. Das Problem ist nur, wenn ich mich genau dahin setze, wo der Tiger auch wäre. Das wäre scheiße. Artillerie stehen wir schon mal auf der Seite des Flusses. Da steht eigentlich nichts, was mir irgendwie in den Weg stehen könnte. Kann ich den Scout auf den Felsen setzen? Ja, guckt das mal an. Nice. Kann ich alles sehen. Das heißt, wir können den Tiger weiter beschießen. So, der ist hinüber. Das hier ist Bullshit. Das Ding sollte man relativ zügig erobern. Vielleicht schicke ich dann ein kleines Trüppchen hin. Und ich weiß schon mal, hier ist keine Flugabwehr. Das ist auch ganz gut. Ja, dann kann ich mit dem B-17 hier vorne randalieren. Das Ganze hat mir so wieder ein bisschen entblößt. Insofern gerne. Schon drei Stellen, die B-17. Nice. Die Mission ist bis jetzt ultra einfach. Also der Vergleich, die Mission davor relativ scheiße schwer. Ich meine, hier gibt's ja der Deutsche nicht mal Mühe, mich wieder aufhalten zu wollen. Also ohne Scheiß. So viele LKW-Ladungen, wie er mir in die Fresse schiebt. Danke. Nehme ich alles gerne an. Aber okay, ich habe noch nicht, naja, ich lache noch, ich weiß. Aber ist nicht vorbei. Noch kann immer ordentlich Mist passieren. Müssen mal gucken, was da ein Casino hier genau auf mich lauert. Und ich bin überlegen, ob ich mir die Punkte sparen soll, weil ich eventuell den Neger gar nicht brauche. Ich glaube nicht, wenn das jetzt Stucker der Einzige ist da. Wenn der nicht mehr kommt. Okay, es kommt immer wieder hier ein Transportflugzeug. Ja, aber das ist auch ja Futter für meine Boys. Wobei, auf Dauer fehlt mir die Munition dann, ne? Vielleicht doch besser. Hey, was soll die Scheiße da? Das kannst du nicht mal abschminken, mein Freund.
greift er mich dann doch an. Ja, wir haben die Artillerie auf meiner Seite. Eventuell kann ich damit darüber eiern. Wobei, meine Thunderbolts haben noch mehr als gut Munition. Das macht schon so. Dann wäre es mal die Stucker darunter, aber die. Ich weiß nicht, die stört. Komme ich aber nicht ran. Na egal. Weg mit dir. Ist irgendwie hinzugekommen, der Typ da? Irgendwie kann ich mich an den gar nicht erinnern. Na, du sollst schon rüber auf die andere Flussseite. Obwohl, ich könnte ja schon mal. Ich will auch Casino haben, ne? Ja, Scout. Nichts. Mhm. Nichts ist natürlich immer was Schönes. Wir könnten die Boys bombardieren. Och, die haben ordentlich Bomben lassen. Das können wir machen. Die 17 haben ja ordentlich Bomben lassen. Das können wir machen. Die können wir platt bomben, die ganzen Leute da. Da oben ist schon mal ein Tiger. Ich traue mich aber nicht schon mal mit meiner Lightning daran zu gehen. Weil höchstwahrscheinlich hier eine Flak ist. Ja, das ist höchstwahrscheinlich 112%. Confirmed. Ah, sieh an. So. Du bist schon mal Bait. Schon mal da raus, um mal anzulocken. Nichts an feindlichen Bombern nachkommen. Hey, wer weiß. Am Ende kommt was, dann heißt es wieder, ich habe es ja gesagt. Nur was man auszeigt. Den Tiger, wie gesagt, greife ich noch nicht an, dass er da nicht zustimmen sollte. Was er eh nicht tut. Und jetzt ist die Frage, willst du wegbomben oder willst du wegartien? Beides könnte gut gehen. Ich denke, 2 Sterne ist locker machbar. Ui, da kommt noch einiges auf mich zu. Aber ich könnte zumindest komplett weg auseinander, also wegsprengen. Naja, das ist kein Angriffsstreit, macht also scheiße. Schenken Sie mir ein paar Punkte. Gefällt mir. So, was machen wir hier jetzt? Hier ist kein Angriff gekommen. Ich könnte mich schon mal hier aufsetzen, um mal reinzugucken. Das ist einiges. Ja, das ist einiges. Da brauche ich Artillerie für. Bleibt die Frage, wo soll sie hin, ne? Wobei er hat keinen Scout, das heißt, er sieht mich nicht. 2 bis 4. 1, 2, 3, 4. Er könnte bis hierhin schießen, wenn er sich bewegt. Das heißt, hinter meinem Boy ist alles sicher. Das heißt, ich kann ihn ruhig durchaus hier hinschicken. Das ist nicht schlimm, das kann man machen. Ja, wenn Platz wäre, ne? So. Nee. Vielleicht besser da. So. Ein bisschen Platz. Komm ich trotzdem nicht dahin. Mach mal ein bisschen Platz. Komm links schon mal hier hin. Okay, dann bomben wir hier weiter. Nächste Runde schießen wir den dann ab und machen dann hier den Bomber Raid. Und dann schalte ich wieder alle aus. Okay, lass mal sehen. Erst einmal, das Flugzeug da muss sterben. So, der würde nicht sterben. Der würde aber sterben. Dann gehört mir nächste Runde auf den Flugplatz und kann damit direkt aufmunitionieren. Sehr schön. Das heißt, mit weiteren feindlichen Fliegern muss ich nicht mehr achten. Das
erstmal schon mal in Reichweite kommen. Ich bin mir jetzt nur gerade am Überlegen, wie ich das jetzt hier genau kaputt machen will. Will ich es wirklich komplett wegbomben und die Panzer schon hier rüber eiern? Kann man natürlich machen. Schmier eine kleine Panzerwall. Und dann mal gucken, was passiert. Das haben wir gezogen, das haben wir alles gemacht. Jaja, können auf mich zukommen. Ne, die bleiben da stehen wie Arschgeigen. Und hier nervt mich nur die Pack. Das ist mir egal. Wenn es sie weggeartet. Hey, kann ich vielleicht doch angreifen, weil das so ziemlich das gesamte Defensivkontingent war. Da ich den Abfangjäger dann eh nicht mehr brauche, kann er wirklich als Scout fungieren. Oder ich lasse es sein, weil da ohne Ende. Oh, holy shit, Alter, wie viele Panzerabwehranlagen sind hier? Den habe ich spontan vergessen, den Panther, aber ich war jetzt der Meinung, dass sonst hier nichts mehr ist. Holy shit, Alter. Ey, wie gut, dass ich nicht von hier ausgekommen bin, weil es ein deutlich längerer Weg wäre. Naja. Im nächsten Part, Leute, machen wir weiter. Ich habe gerade auf Juri geguckt. Hoffentlich dann ohne Unterbrechung. Also, bestimmt. Bis dann. Ciao.